Hallo, liebes VCG-Mitglied. Mein Name ist Markus Bruns und ich bin PGA Golf Professional im Golfclub Sieke bei Bremen. Und ich möchte dir nun in den nächsten Monaten wieder 4 Tipps geben, die dir helfen sollen, dein Spiel zu verbessern. Der erste Tipp von mir ist folgender. Ich möchte dir zeigen, wie du es schaffst, mehr Länge mit unserem Lieblingsschläger zu bekommen, nämlich mit dem Driver. Und ja, jetzt gehen wir einfach davon aus, du hast schon den richtigen Driver, er passt zu deinem Spiel, er passt zu deinem Schwung, der schafft zu deiner Schwunggeschwindigkeit, also kurz gesagt, er ist gefittet worden auf dich. Dann gibt es 3 Dinge, die dir helfen können, deinen Schlag zu erweitern, deine Länge zu erhöhen, also mehr Power auf den Ball zu bekommen. Und im Grunde ist es erstmal ganz simpel, denn es geht in der Ansprechposition los. Und dort sehe ich es ganz häufig, dass der Spieler eher nach links, also jetzt als Rechtshänder eher nach links hin ausgerichtet ist. Und ich will dir einmal kurz zeigen, was ich damit meine. Also, das würde bedeuten, dass die Ballposition zu mittig ist. Und beim Driver sollte sie immer eher an der linken Innenferse sein. Denn unsere Hauptaufgabe beim Drive ist es erstens, Länge zu bekommen, also immer Vollgas geben. Und zweitens, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Das heißt, achte grundsätzlich erstmal darauf, dass der Ball an der linken Innenferse liegt. Das, was mit links gemeint ist, sieht dann von der Perspektive, wo jetzt die Kamera steht, so aus. Das heißt, die Schulterlinie, die Fußlinie, die Hüftlinie ist viel zu weit nach links ausgerichtet. Und der Nachteil ist der, dass ich dann eine zu steile Schwungbahn bekomme, weil ich mich dann im Unterkörper und Oberkörper nicht mehr gut drehen kann und keine gute Translation nach rechts habe. Deswegen achte im Ansprechen darauf, dass du auf Folgendes achtest. Einmal die Ballposition, linke Innenferse. Dann, dass deine rechte Körperseite jetzt als Rechtshänder etwas mehr nach hinten ist. Also du siehst jetzt hier, das wäre jetzt gerade parallel zu dem Stick. Und ich habe meinen rechten Fuß, hinteren Fuß etwas mehr nach hinten versetzt. Dann kippe ich, und ich zeige dir das aus dieser Perspektive einmal, dann kippe ich mit meiner rechten Schulter etwas tiefer. Und jetzt siehst du auch schon, dass ich ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr aufgeladen bin auf der rechten Seite. Der Vorteil ist jetzt der, dass ich mich viel, viel besser aufdrehen kann. Weil nur wenn ich genügend Radius habe, dazu zeige ich dir gleich aber auch nochmal eine schöne Übung, nur dann kann ich richtig Vollgas geben. Das heißt also nochmal aus dieser Seite oder von dieser Seite, Ballposition, vordere Innenferse, rechte, hintere Seite etwas nach hinten versetzt, dann ist der hintere Arm auch tiefer als der vordere. Und dementsprechend hänge ich auch ein bisschen nach sozusagen rechts runter. Dieser Tipp ist ganz wichtig, denn darauf basiert der zweite Tipp, und zwar die Schwungbahn. Und auch da sehe ich es ganz häufig, dass der Spieler 2 Dinge versucht, um mehr Länge zu bekommen. Das erste ist, er steht auf, das heißt, er löst alle Hebel. Ja, dementsprechend denkt er, wenn ich aufstehe, kann ich mehr ausholen und mehr von oben auf den Ball schlagen. Das Problem dabei ist aber, dass ich dann meine Körperspannung verliere und ich kriege auch keinen Druck mehr aus dem Boden. Weil, ne, wenn ich mich aufrichte, muss ich auch wieder kleiner werden. Und daraus resultiert dann der zweite Fehlgedanke, dass ich dementsprechend von außen, also von oben, sagen wir mal, an den Ball schlage. Dadurch ist die Gefahr sehr groß, dass ich die Bälle oben treffe oder hinten an der Kante und dementsprechend unterschlage oder mit einer starken Links-Rechts-Kurve weghaue. Wie du beide Dinge gleichzeitig verändern kannst oder verbessern kannst, zeige ich dir jetzt. Und zwar brauchst du dafür im Grunde 2 Körbe. Und die Übung ist im Grunde relativ einfach. Du stellst den einen Korb in diese Position und den anderen Korb an diese Position. Achtest aber dabei darauf, dass wenn du ausholst, dass dein Schlägerkopf immer noch gut an dem Korb vorbeischwingen kann. Und jetzt ist das Ziel, dass du wieder die neue Ansprechposition einnimmst und darauf achtest, dass du in der Bewegung zum Ball weder diesen Korb noch diesen Korb triffst. Das heißt also, die Aufgabe ist es jetzt, zwischen den beiden Körben hindurch zu schwingen. Wenn du aber aufstehst und von außen in Richtung Ball schwingst, würdest du diesen Korb treffen. Wenn du in der Bewegung zum Ball mit dem Oberkörper arbeitest, würdest du diesen Korb treffen, weil du dann die Arme anziehst. Deswegen achte immer darauf, dass du gefühlt in derselben Position wieder im Treffmoment stehst, wie auch im Ansprechen. Also das heißt, mein Brustbein ist jetzt etwas rechts vom Ball
und dort möchte ich es dann auch im Treffmoment haben, denn dann habe ich voll, ja, die volle Ladung sozusagen, nehme ich dann mit, die volle Energie. Und wie das dann mit dem Schwung aussieht, das zeige ich dir einmal. Also Ansprechposition einnehmen, einmal einen Probeschwung machen, dabei darauf achten, dass die Spannung voll unten ist. Da gebe ich dir gleich noch eine Übung, wie gesagt, zu. Dann schwinge ich einmal zurück Richtung Ball, um zu sehen, wo kommt mein Schläger her. Und dann schwinge ich mal. Und wie du siehst, beide Körbe sind stehen geblieben. Ich bin etwas hinterm Ball geblieben mit meinem Brustbein, so wie gewollt. Und das zweite war, oder das dritte in dem Fall, er hat sogar eine leichte Drawkurve gehabt, was den Ball auch noch länger macht. Ich habe den Ball sogar auch mittig getroffen. Durch diese beiden Körbe fällt mir das dementsprechend leichter. Die dritte Übung ist eine Übung, dazu brauchst du keinen Schläger, sondern falls du hast einen Stick, ansonsten nimmst du deinen Schläger dafür. Und zwar machst du Folgendes. Stellst dich so hin, dass der Stick oder der Schläger an der hinteren Innenferse liegt, so wie bei mir jetzt. Breitest deine Arme aus, gehst in eine wunderbare Ansprechposition, das heißt schön Spannung aufbauen, ja, im Unterkörper Druck auf die Füße bringen. Breitest deine Arme aus, stehst in deinem Setup und drehst dich so weit auf, bis im Grunde der vordere Arm, also in meinem Fall der linke, nach unten in Richtung dem Stick zeigt oder dem Schläger, der da liegt. Jetzt siehst du auch, dass mein hinterer Arm praktisch parallel zu meinem vorderen und zu meiner Schulterlinie verläuft. Würde ich mich nicht richtig aufdrehen, also zum Beispiel zu weit auf dem linken Bein bleiben oder mich aufrichten, dann würde meine linke Hand nicht in Richtung dem Stick zeigen und ich würde dementsprechend auch keine Energie aufbauen können. Denn nur wenn ich mich gut rüber bewege nach rechts und Spannung auf meiner rechten Körperseite fühle, dann kann ich auch mit viel Energie voll aufgeladen durch den Ball wieder zurückdrehen und dementsprechend kann ich den Druck aus dem Boden nutzen, bekomme ja Energie auf den Schläger und auf den Ball. Das zweite dabei ist, ich baue auch gleichzeitig Radius auf. Das heißt, wenn ich jetzt schwinge, siehst du, komme ich schön rüber, habe Radius und kann Vollgas geben. Eine wichtige Sache noch, dass der Kopf sich dabei mitbewegt, ist völlig in Ordnung. Denn der Kopf muss nicht über dem Ball bleiben beim Driver, sondern er ist ja auch in der Ansprechposition schon rechts vom Ball und dort darf er auch sein, wenn ich aushole. Er darf sich sogar noch ein kleines bisschen mit nach rechts rüber bewegen. Das waren meine drei Ideen, die dir helfen sollen, deine Drives länger zu schlagen. Achte bitte mal darauf, dass du natürlich diese Dinge übst auf der Driving Range. Gerne kannst du auch noch in den Kommentaren deinen Kommentar dalassen. Ich werde dann natürlich darauf antworten. Und ja, nun hoffe ich, dass du dadurch mehr Länge bekommst, mehr Freude am Spiel. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und munter. Dein Markus.